Ich gebe das Wahlergebnis bekannt. An der Wahl des neuen Ministerpräsidenten des Landes Brandenburg haben sich 87 Abgeordnete beteiligt. Es gab 0 ungültige Stimmzettel. Gültig sind 87 Stimmzettel. Für den Wahlvorschlag Dr. Dietmar Woidke haben gestimmt 59 Abgeordnete. Mit Nein haben gestimmt 25 Abgeordnete und 3 Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten. Damit ist Dr. Dietmar Woidke mit der Mehrheit der Stimmen der Mitglieder des Landtages zum neuen Ministerpräsidenten gewählt worden. Und ich frage Sie, Herr Dr. Woidke, nehmen Sie die Wahl an? Ja, Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Ich danke Ihnen, wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Arbeit. Und damit schließe ich den Tagesordnungspunkt 1, Wahl des Ministerpräsidenten, rufe Tagesordnungspunkt 2 auf, Vereidigung des Ministerpräsidenten. Nach Artikel 88 der Landesverfassung. Dort heißt es, der Ministerpräsident und die Minister der Landesregierung leisten vor Übernahme der Geschäfte vor dem Landtag folgenden Eid. Ich schwöre, dass ich meine ganze Kraft dem Wohle der Menschen des Landes Brandenburg widmen, ihren Nutzen mehren, Schaden von ihnen wenden, das mir übertragene Amt nach bestem Wissen und Können unparteiisch verwalten, Verfassung und Gesetz wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. Bitte, Herr Ministerpräsident, leisten Sie diesen Eid. Ich schwöre, dass ich meine ganze Kraft dem Wohle der Menschen des Landes Brandenburg widmen, ihren Nutzen mehren, Schaden von ihnen wenden, das mir übertragene Amt nach bestem Wissen und Können unparteiisch verwalten, Verfassung und Gesetz wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. Ich schwöre, so wahr mir Gott helfe. Danke sehr.